Ich glaube, Frauen sind der Schlüssel zu neuen, flexiblen, digitalen Arbeitswelten, weil wir einfach per se eine andere Mentalität haben, die wir damit reinbringen, weil wir darauf angewiesen sind, diese Strukturen zu verfolgen. Und ich glaube, weil wir uns auch einfach so ein bisschen den klassischen Machtgefügen entziehen. Und Claudia Pelzer, ich lebe und arbeite in Köln seit vielen Jahren, bewege mich da in der klassischen und digitalen Medienbranche. Ich mache den Crowdsourcing-Blog. Zum anderen baue ich gerade das UFA-Lab in Köln mit auf und befasse mich damit mit Cross-Media-Themen und ganz verstärkt auch immer mit dem Thema, wie verändern sich Arbeitswelten, gerade im Hinblick auf Kreativ- und Wissensarbeiter. Ich arbeite eigentlich schon immer in Köln, von kurzen Unterbrechungen durchzogen, aber ich glaube, dass es einfach ein Standort ist, der wunderbar ist, wenn man in der Medienbranche unterwegs ist, so wie ich. Der Begriff Crowdsourcing, für die, denen es vielleicht noch nicht sagt, ist im Prinzip eine Auslagerung von Arbeits- und Kreativprozessen an die Masse der Internetnutzer oder andersrum gesehen eine Allokation von Wissen, Kapital oder Kreativleistung. Und ich glaube, das Themenfeld, was in Deutschland am bekanntesten momentan ist, ist sicherlich das Crowdfunding, also die Schwarmfinanzierung von Inhalten, entweder als Crowdfunding im Kulturbereich oder aber als Crowdinvesting, was dann eher für die Startups zum Tragen kommt. Wie kann ich das für mein Unternehmen nutzen, für mein Startup nutzen? Das ist für Startups natürlich super interessant, weil die schnell skalieren müssen und sich vielleicht nicht unbedingt alle Kapazitäten ins Haus holen können, sondern für die ist es ideal, so ein paar Sachen davon auszulagern. Ich bin jetzt selbstständig seit etwa 2 Jahren mit dem Thema. Und im Prinzip war es so ein Nebenbeiprodukt, also während meines alten Jobs habe ich dann angefangen zu bloggen und irgendwie ist das so gewachsen und hat sich immer wieder weiterentwickelt und ich habe so viele Menschen getroffen, die sich auch in dem Bereich bewegen, sowohl hier deutschlandweit als auch international. Also ich fliege auch immer zur Crowdconf nach San Francisco und bin da mit Leuten in Kontakt, die entweder in Europa oder teilweise auch in Asien arbeiten an dem Thema. Und ich glaube, dass uns da in dem Themenbereich noch sehr, sehr viel erwarten wird in den nächsten Jahren. Das ist in Deutschland ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, aber es kommt auf jeden Fall. Ich glaube, die Zukunft bringt für Menschen viel mehr Eigenverantwortung. Also gerade für die Kreativbranche bringt das viel mehr Eigenverantwortung, weil es einfach nicht unbedingt mehr so ist, dass wir haben keine 9-to-5-Jobs mehr, wir sitzen nicht im gleichen Unternehmen 50 Jahre lang, sondern wir bauen uns unsere Arbeitswelt selber eigenverantwortlich, was toll ist, wenn man das kann, was aber auch eine große Herausforderung mit sich bringt. Gerade für Frauen ist das Thema umso wichtiger, weil die natürlich nicht mehr in diese klassischen Hierarchiestrukturen reinpassen, das auch teilweise gar nicht wollen. Also ich habe oft den Eindruck, dass insbesondere Frauen in diesem Machtzirkus nicht mitspielen möchten in Unternehmen, dass sie anders arbeiten, dass sie per se kollaborativer arbeiten, dass sie aber auch natürlich durch ihre Rolle als Frau nochmal darauf angewiesen sind, flexiblere Arbeitsstrukturen zu haben. Also ich glaube, deswegen sind Frauen auch in diesem Umfeld ganz klar die Treiber der Innovation. Ja, klar.